Ja, willkommen zurück zum Blog. Wie ihr es vielleicht hört, ich bin noch so ein bisschen erkältet. Das heißt also, mit Laufen ist aktuell noch nichts. Aber ich denke, ich kann jetzt schon mal meine ersten Videos wieder aufnehmen, ohne ja, dazwischen zu husten, Nase zu putzen und sonst irgendwas zu tun. Ja, ich habe jetzt gerade vor, für die Apple Watch Ultra ein Testvideo zu machen und für die Polar Ignite 3. Dafür habe ich ja schon wieder mein bekanntes Skript geschrieben, was ich schon mal euch erklärt habe, dass ich ja alles hier so halbwegs aufschreibe, um dann die Punkte nicht zu verpassen. Ich war jetzt auch schon ganz motiviert, habe jetzt hier mein Fahrrad auch schon ausgeräumt gehabt. Ich wollte es eigentlich aufstellen. Ja, dazu bin ich noch nicht gekommen. Ja, ich habe mich dann doch entschieden, für die Apple Watch Ultra dann noch ein Testvideo zu machen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Dann habe ich das Ganze hier auch ja, insgesamt abgehakt. Was das Gute ist, ich bekomme jetzt auf jeden Fall von Garmin die Uhr zugeschickt, die neue Instinct-Uhr. Die ist jetzt auf dem Weg, als auch die Chorus Apex Pro 2. Die ist jetzt auch schon auf dem Weg. Hängt irgendwo bei FedEx, irgendwo in den Niederlanden, sollte aber auch schon bald da sein. Das heißt also, da gibt es auch bald Material. Ich werde jetzt aber hier ein bisschen was aufnehmen und ich hoffe, dass wir im nächsten Abschnitt uns dann auch schon beim Laufen sehen. Ja, willkommen zurück. Heute ist immer noch kein Lauftag. Ich habe jetzt zwar die neue Garmin bzw. auch die neue Chorus Uhr bekommen, aber ich habe immer noch ein bisschen Husten und ich bin nur so ganz 100% fit. Aber ich gucke mal, dass ich die Woche noch laufen kann und zumindest einer von den beiden Uhren hier schon ein bisschen antesten kann. Ich werde heute das Video zu den Stirnlampen drehen, beziehungsweise geht es gerade mal kurz raus. Es sind minus 5 Grad, also schon echt frisch. Und ich werde jetzt einfach mal hier abfilmen, wie die ja, beiden Lampen hier das Licht wiedergeben. Ich habe jetzt hier gerade meine alte Standard-Core-Lampe an, die ich vom Petzl habe. Die habe ich mir selber gekauft. Und ich habe natürlich die neue dabei, beziehungsweise die neue alte. Das ist auch das aktuelle Modell, das nicht ganz neue Modell. Und da will ich einfach mal zeigen, beziehungsweise Impressionen einholen, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise wie da die Leuchtkraft ist. Ja, wie schon gesagt, die beiden Uhren sind jetzt auch gekommen. Also ich kann jetzt da direkt lostesten. Ich bin jetzt gerade dabei, für die Apple Watch Ultra den Test zu machen. Da habe ich mich doch entschieden, jetzt den Test so durchzuführen und mache parallel auch gleichzeitig den Test zur Ignite 3 von Polar. Da habe ich auch gesagt, dass der kommt. Das sind so gerade die Themen, die ich habe und natürlich allein krankes Kind, das doch gerade momentan sehr fordernd ist und nervlich ein bisschen anstrengend, wo man dann eigentlich mal denkt, so manchmal, naja. Aber ich will nicht jammern, es ist einfach gerade die Zeit, sind alle krank, gefühlt sind, gibt es eigentlich fast keiner, der gesund ist. Ist also, muss man durchgehen, Hauptsache an Weihnachten sind wir alle gesund und das ist die Hauptsache. Ja, wieder willkommen zurück im Keller. Wie ihr seht, ich bin immer noch nicht laufen, es ist immer noch nicht wirklich besser, beziehungsweise ja, es ist ein bisschen besser, aber es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, ich gehe draußen laufen. Zudem hat es jetzt auch geschneit. Das heißt, also laufen ist momentan draußen eh nicht möglich. Ich gucke einfach mal, dass ich die Tage mal mit dem Fahrrad fahren kann. Was ich euch nochmal zeigen wollte, ist das Thema Review-Gerät. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ja, kannst du die Uhren behalten oder musst du die dann wieder zurückschicken oder musst du die kaufen? Ja, es gibt also mehrere Optionen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier zum Beispiel hier von Chorus habe ich das Ganze als Leihgerät bekommen. Sehen wir hier einmal die Chorus Apex 2 Pro, die ich testen möchte. Natürlich erst wieder, wenn ich fit bin. Beziehungsweise auch den Chorus Pod habe ich jetzt bekommen zum Testen. Und von Garmin habe ich jetzt auch endlich hier ja, die neue Instinct Uhr bekommen. Die Instinct Crossover, die sehen wir hier. Die muss ich noch einrichten. Und bei Garmin ist es zum Beispiel so, ich bekomme die Geräte 3 Monate ausgeliehen. Und wenn ich die nach den 3 Monaten behalten will, dann kann ich die ja kaufen. Ich bekomme so eine Rechnung, die ich dann in 3 Monaten begleichen muss. Oder ich bekomme hier dann so einen tollen Umschlag, wo dann ja der Rückversand drin ist, wo ich dann entsprechend hier den Artikel ja kostenfrei quasi zurückschicken kann. Das heißt also auch hier ja, gibt es jetzt nichts geschenkt. Ja, wenn wir mal durchs Regal gehen, was ich sonst immer als habe, sehen hier zum Beispiel einen Ticker, den habe ich jetzt auch als Leihgabe, als Dauerleihgabe, genauso wie jetzt die Polaruhren. Die muss ich dann auch irgendwann zurückschicken. Den Gurt zum Beispiel habe ich mir selber gekauft, ist meiner, auch beziehungsweise alle Gurte sind meine, die habe ich alle bezahlt. Auch den Edge Explorer 2, den musste ich mir selber kaufen, beziehungsweise habe ich den dann gekauft. Die Phoenix 7 habe ich mir auch selber besorgt und die Venue 2 Plus, die trägt jetzt mittlerweile meine Frau. Die Element Rival, wo ich dringend auch noch ein Video machen muss, also irgendwie komme ich da nie dazu. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch was machen, das ist auch eine Dauerleihgabe. Das gleiche ist hier drüben, die Venue 2 SQ, die geht dann auch wieder zurück, die vorne ist meine Uhr. Und bei der Sundo 5 Peak ist auch eine Dauerleihgabe. Da habe ich mal bei Sundo angefragt, ob sie mir ein Leihgerät haben, um einfach mal Sachen zu zeigen. Ich will zum Beispiel jetzt noch zeigen, wie hier Trainings zu erstellen sind und möchte einfach auch noch ein bisschen was dazu machen. Dann, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Das gleiche mit der Apex, das ist auch meine Uhr. Und die vorne 955. Ja, sobald ich dann die Sachen nicht mehr brauche, beziehungsweise wenn ich denke, ich mache kein Video mehr, dann verkaufe ich die auch, beziehungsweise ja, die Sachen, die mir gehören, verkaufe ich dann und die anderen Sachen schicke ich dann einfach wieder zurück. Wie ihr seht, es ist also nichts geschenkt. Man muss, wenn man es haben möchte, dann auch selber bezahlen. Deswegen ist es auch ganz wichtig oder ganz toll,
dass ihr meine Affiliate-Links nutzt bzw. mich da unterstützt. Auch die Superfunktion in den Videos hat jetzt schon mal einer genutzt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das finde ich echt klasse, dass du mich da unterstützt hast. Und ja, da fließt das Geld dann rein. Das ist eine kleine Reinvestition. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal ganz, wie das ist. Nicht, dass hier so ein Eindruck entsteht, man bekommt hier alles von Hersteller gestellt und macht dann entsprechend tolle Reviews und so weiter. So ist es nämlich wirklich nicht. Ich habe hier komplette Freiheiten und sobald hier mir jemand Auflagen macht, werde ich auch nicht mehr das Ganze wahrnehmen, weil das bringt allen nichts, das bringt mir nichts, bringt euch nichts, weil wenn ich dann irgendwas vom Pferd erzähle und es stimmt nicht, davon haben wir alle beide nichts. Ja, und heute nutze ich nochmal die Zeit. Ich habe jetzt draußen ja schon das Video gemacht für die Stirnlampe. Das ist ja die neue Stirnlampe, beziehungsweise neu, altes Modell, neues Modell. Und hier meine alte Stirnlampe. Und da stelle ich jetzt euch das mal kurz vor, beziehungsweise mache jetzt das Video dazu und drehe die letzten Szenen für die Apple Watch Ultra, beziehungsweise für den Test. Ja, willkommen zurück zum Blog. Heute ist der 17. beziehungsweise der 17. Dezember. Und wie ihr im Hintergrund vielleicht sehen könnt, es hat geschneit, beziehungsweise hat schon länger geschneit. Wir haben aktuell, glaube ich, minus 8 Grad waren es und habe mich jetzt entsprechend ein bisschen warm eingepackt, 3 Schichten. Und ich kann endlich wieder laufen. Ja, nach 2 Wochen habe ich jetzt endlich wieder die Möglichkeit, hier laufen zu gehen. Der Husten zwar ist noch ein bisschen da, aber ich werde jetzt einfach mal ganz entspannt Piano machen, so langsam wieder reinkommen und einfach auch mal so ein bisschen die Winterlandschaft noch genießen und gucken, dass ich nicht ausrutsche. Und ich habe heute auch die neue Garmin Instinct Crossover dabei. Crossover. Und mach da meine ersten Läufe mit und will einfach mal schauen, wie die Uhr ist. Auch fürs ausführliche Review, fürs Testen. Und ja, ich bin jetzt schon ganz gespannt und habe jetzt richtig Lust. Und ich hoffe, ich kann euch dann auch wieder anstecken, laufen zu gehen, auch wenn es jetzt arschkalt ist. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück, die neue Instinct-Uhr. Und wir sehen hier, es gibt jetzt hier ein Zifferblatt. Und das Zifferblatt richtet sich entsprechend immer nach außen, nachdem welchen Widget man hineingeht. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Widget ausgewählt, hier Wetter, und dann sehen wir hier, das Zifferblatt ist jetzt hier auf, ja, einmal auf die 9 und einmal auf die 3 geswitcht, also in die Mitte, und dann haben wir so ein geteiltes Display. Wir haben jetzt 5 vor 11, da sehen wir das Ganze nicht, und ich würde sagen, ich laufe jetzt mal los und gucke mal einfach, was die Uhr so hergibt. Ja, der erste Eindruck von mir ist schon mal sehr, sehr gut, also super verarbeitet, und ich habe jetzt hier die Standardversion, das heißt also kein Solar oder sonst irgendwas, einfach die reine normale Standardversion. Und gleich zur Ergänzung, wir sind ja heute auf dem Blog und daher werde ich jetzt zwar was von der Uhr zeigen, aber das ausführliche Review und die Tests erfolgen dann in einem separaten Video. Ah, ist das schön, das Knirschen im Schnee, ich liebe es. Ja, die Uhr bietet auch tägliche Trainingsvorschläge. Das heißt also, wenn ihr ins Laufen reingeht, dann bekommt ihr dann auch einen Vorschlag, was ihr trainieren könnt. Und das ging jetzt auch out of the box, das heißt, er hat sich auch die Daten von den alten Garmin-Uhren gezogen und hat entsprechend gerade einen Vorschlag gemacht. Ja, ich werde aber heute ein kleines Stück laufen, das heißt so 5 oder 6 Kilometer. Erstens muss meine Frau noch weg und zweitens muss ich auch schauen, dass ich jetzt hier wieder langsam anfange und gucke, was geht nicht. Dann immer wichtig hier bei solchen Verhältnissen auch schöne kleine Schritte zu machen und lieber mal ein Stück gehen als rennen. Ich habe jetzt keine Spikes in den Schuhen oder beziehungsweise nichts, was jetzt irgendwas festhalten würde, weil Schnee in unseren Breiten ist jetzt nicht so oft und schon gar nicht so kalt. Also wir hatten jetzt minus 12 Grad heute Nacht. Das ist bei uns hier Region Bergstraße. Ja, schon eine Weile her, wo es so kalt war und schön alles festgefroren hier. Schön zu laufen, einfach mit Spaß. Ja, die ersten 2 Kilometer hinter mir und es geht doch tatsächlich relativ gut, trotz noch ein bisschen Husten, aber ich fühle mich gut und es ist einfach auch schön, es ist zwar arschkalt, aber ich liebe es lieber etwas kälter und dafür trocken, als minus 2 Grad oder 1 Grad und Regen, weil ja, ich finde nass kalt schlimmer als das und es macht auch wirklich Spaß, es ist einfach schöne Landschaft und ja, da geht man gerne raus.
Ja, die Pace war jetzt 6,51 Kilometer und die Strecke waren jetzt auf 38 Minuten 52 etwa 5,67 Kilometer. Wie gesagt, eine kleine Runde. Und jetzt beenden wir mal das ganze Training. Ja, dann bekomme ich hier auch mal eine kleine Zusammenfassung, die ihr runterscrollen könnt. Wir sehen einmal den Trainingseffekt, den aeroben und anaeroben Bereich. Die aktuelle VO2 Max bekommt ihr angezeigt. Die Erholungszeit liegt bei 4 Tagen. Ja, VO2 Max ist gleichbleibend geblieben, also das heißt, hat sich jetzt nichts ins Schlechte oder ins Gute verändert. Und die aktuelle Belastung ist optimal. Wir sehen auch hier, Herzfrequenzvariabilität wird auch gemessen. Die habe ich aktuell noch nicht, weil ich die Uhr das erste Mal jetzt trage, beziehungsweise dann das Ganze erstmal ermittelt werden muss. Ja, und so ist dann jetzt der aktuelle Stand. Wir sehen hier, die Zeiger haben es jetzt wieder auf das alte Level, beziehungsweise auf die Uhrzeit verändert. Ja, vor lauter Laune die Abmacht vergessen. Geplant ist am Sonntag jetzt das neue Polarvideo, beziehungsweise der Test zur Ignite 3, beziehungsweise dann auch zur Garmin Crossover, dann das ausführliche Review und auch das ausführliche Review zur Apex Pro. Die muss ich noch einrichten, das habe ich heute nicht mehr geschafft. Da muss ich noch einen ersten Lauf machen, um da mal die Daten zu sammeln. Beziehungsweise dann auch zur Apple Watch Ultra möchte ich noch das neue WatchOS 9.2 zeigen, beziehungsweise explizit hier, ja, wie man seine eigene Aktivität schlagen kann, wie das Ganze abläuft, wie das Ganze funktioniert. Und ja, das ist jetzt so über Weihnachten geplant. Wahrscheinlich kommen dann am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag Videos raus. Aber da kann ich jetzt nichts versprechen. Einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann so zeitlich ergibt. Wenn dich sowas interessiert, dann lass wie gesagt auch gerne ein Abo da. Beziehungsweise, wenn dich jetzt der Blog interessiert, ich verlinke dir auch mal die Blog-Playlist. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, die Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du auch mal reinschauen, was sonst hier aus dem Kanal so stattfindet oder wie das Ganze hier so aussieht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Adventswoche. Falls man nicht mehr sieht, einen schönen Weihnachten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.